Stück für Stück wird das Stadtbild von Rathenow immer ansehnlicher. Es ist erstaunlich, aus dem einst so tristen Block ist jetzt ein echter Hingucker geworden. Am vergangenen Freitag konnten die Besucher erstmals das frisch sanierte Haus in der Berliner Straße von innen und außen begutachten. Für den Geschäftsführer der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Hartmut Fellenberg war dieser Tag etwas ganz Besonderes. Nach 12 Monaten Bauzeit stehen wir kurz vor der Fertigstellung dieses Objektes hier. Und das ist einzigartig für Rathenower Verhältnisse und da freuen wir uns drüber. Mit einer kurzen Ansprache dankte Fellenberg den zahlreichen Gästen für ihr Kommen. Wer ein Buffet an diesem Tag erwartet hatte, ging allerdings leer aus. Fellenberg hatte sich tags zuvor spontan dagegen entschieden. Das gesparte Geld spendete er zugunsten der Hochwasseropfer. Aber zu erleben gab es auch so genug. Auf Tafeln wurde über die einzigartige Geschichte des Baus informiert. Selbst Hartmut Fellenberg zeigt sich davon immer wieder beeindruckt. Einzigartig macht das Gebäude, dass wir hier erstmals einen Bau aus der industriellen Bauzeit, aus der Plattenbauzeit, grundlegend saniert haben, grundlegend die Innenstruktur geändert haben, sodass wirklich ein neues, modernes Wohnen möglich wird. Durch die weitgreifenden Grundrissänderungen und unterschiedlichen Ausstattungsvarianten sind innerhalb eines Jahres verschiedene Wohnangebote für jeden Geschmack entstanden. In den kleineren Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen findet der moderne Mieter alles, was das Herz begehrt. Die Ausstattungen der Wohnungen lassen kaum Wünsche offen. Und im eigenen Wintergarten gibt es einen einzigartigen Ausblick auf den Märkischen Platz. Jede Etage ist mit einem modernen Aufzug erreichbar. Die darüber gelegenen Maisonettwohnungen haben dann sogar noch etwas mehr zu bieten. Das Angebot reicht von 3 Zimmern, einer Wohnküche bis hin zu einer großzügigen Terrasse. Eine neue Lebensqualität im Rathenower Stadtzentrum bei moderater Miete ist entstanden und den Besuchern gefällt es. Sehr gut. Also ich sage immer wieder, ich staune, wenn man den Block da drüben anguckt und den hier, was man daraus so machen kann. Schon toll, auch die Aufteilung oder besonders die Wohnung hier, doppelstöckig mit großer Terrasse, ist schon toll. Die Leute, die hier einziehen, auf jeden Fall, die haben eine schöne Wohnung erstmal. Und Aussicht ist schön, offen, schön großer Balkon oben und so weiter. Und das ist natürlich schön. Das Bad ist hier schön, ja. Das Bad ist hier schön mit Dusche und Wanne und Fenster. Erstmal von außen sieht er wunderbar aus. Und wenn man hier rausguckt, ist ein herrlicher Anblick, gleichgültig in welche Richtung man guckt. Wenn man sich überlegt, dass es ein alter Plattenbau ist, aus, ich glaube sogar noch aus DDR-Zeiten, ist schon recht verwunderlich, was man so draus machen kann. Also ich finde es sehr schön vom Umbau her. Ja, sehr gut, die Wohnung hat jetzt mal einen sehr guten Eindruck gemacht. Der Ausblick ist schick oder so, muss man mal sagen. Vielleicht ist es interessant, man muss es sehen, ja. Sehr schön, gerade auch oben die Dachgeschosswohnung gefällt mir sehr gut. Also bestimmt sind die Leute sehr zufrieden, die hier einziehen. Also die Wohnungen sind ausnehmend schön geworden. Ich muss wirklich sagen, diese moderne Gestaltung und die ganze Verarbeitung gefällt mir sehr gut. Auch, dass es verschiedene Variationen gibt, ist wirklich sehr hübsch geworden, muss ich so sagen. Auch diese großen Glasflächen mit Blick auf den Kulturhausplatz, also das ist schon privilegiert, wer hier wohnen darf. Und wann kann dann endlich eingezogen werden? Zum 1.7. werden die ersten Mieter hier wohnen. Also in den letzten Tagen diesen Monats, am 29. und 30. Juni, kann umgezogen und eingezogen werden. Dem Einzug der neuen Mieter steht also nichts mehr im Weg. 31 der 34 Wohnungen sind bereits vermietet. Bis zum kommenden Montag soll dann auch noch Kunst am neuen Gebäude in der Berliner Straße ihren Platz finden. Der Künstler Gerd Göschel wird ein Edelstahlobjekt im Stil der zeitgenössischen Kunst installieren. Wie das genau aussehen wird, bleibt aber noch bis Anfang Juli geheim.